Willkommen zur deutschen Übersetzung von Gender, Economical and Social Rights and how they interplay with the right to privacy, especially in marginalized communities. Chris, she is the privacy lead at technology lead at Privacy International, and his day-to-day job is to expose company and how they profit from individuals. Specifically today, they will tell us how these companies can even profit from your menstruations. Thank you. Thank you. Also es geht darum, wie Firmen von der Menstruation profitieren können. Hallo. Es ist ich war schon letztes Jahr beim CCC. Wenn ihr meinen Talk vom letzten Jahr gehört habt, diesmal wird ungefähr der zweite Teil davon sein. Also es gibt eine Verbindung zwischen den beiden. Ich werde euch am Anfang ein bisschen Hintergrund darüber geben, wie das Projekt angefangen hat, was eine Menstruations-App eigentlich ist. Dann geht es darum, um die Daten, die diese Apps sammeln und die Überwachungstechnologie, und dann kommen unsere Schlüsse, die wir daraus ziehen. Letztes Jahr hat meine Kollegin ein Projekt darüber gemacht, wie Menstruations-Apps über Facebook Daten teilen, und das ist unabhängig davon, ob man einen Facebook-Account hat oder nicht. In diesem Projekt, das ist am Anfang, mussten wir gar nicht viel mit Facebook interagieren, sondern also haben wir viele Apps angeguckt, also besonders auch Period Trackers, und daraus entstand dann dieses Projekt, weil diese Apps eben über verschiedene Kategorien gehen, und deswegen wollten wir uns besonders Periodentracker ein bisschen genauer angucken und gucken, welche Daten die weitergeben, weil diese Daten besonders sensibel sind. Nur ein kurzes Update des letzten Vortrages, der Arbeit vom letzten Jahr. Wir haben alle Firmen gefragt aus diesem Report, und nach mehreren Runden von Antwort und Nachfrage, und dann hatten 60% ihre Praktiken geändert, indem sie es geändert haben und Facebook SDK abgeschaltet haben. Okay, also jetzt nochmal gebe ich ja weiter. Und wir reden kurz über Menstruations-Apps. Okay, ich möchte sicherstellen, dass wir alle auf derselben Seite hier sind, auch wenn ihr wahrscheinlich wisst, was eine Menstruations-App ist, weil ihr hier seid. Okay, wie viele von euch benutzen eine Menstruations-App oder haben Partner, die eine Menstruations-App benutzen? Sehr viele Hände gehen hoch. Okay. Oh mein Gott, hatte ich nicht erwartet, dass es so viele von euch sind. Aber für diejenigen, die es nicht wissen, was eine Menstruations-App ist, gehe ich nochmal kurz darüber, was eine Menstruations-App ist. Die Idee dahinter, also wir nennen die auch Periodentracker, ist eine App, die deinen Menstruationszyklus trackt und dir sagt, an welchen Tagen du am fruchtbarsten bist. Und du kannst sie auch benutzen, um zu versuchen, schwanger zu werden. Oder wenn du sehr schmerzhafte Periode hast, kannst du auch damit planen. Und das sind so die beiden Hauptgründe, weshalb man solche Apps nutzt. Also einmal, ja genau, es gibt halt eben auch Schwangerschaftsperiodentracking. Okay, wie hat diese Forschung angefangen? Also es gab eben schon diese ganze Forschung, die letztes Jahr schon gemacht wurde, über verschiedenste Apps. Und wie Chris schon gesagt hat, war ich besonders interessiert an der Art der Daten, die diese Menstruations-Apps sammeln, weil es eben nicht nur
der Menstruationszyklus ist. Und ich wollte sehen, was tatsächlich mit den Daten passiert. Okay, jetzt möchte ich sagen, dass wir hier, also es gab schon vorherige Forschung in Brasilien und sie hatten schon Forschung getan und hatten schon Forschung mit über Daten gemacht, die von diesen Menstruations-Apps gesammelt werden. Und eine besonders interessante Sache, die sie angeguckt haben, war eben die Gender Normativity. Wir haben uns Dutzende dieser Apps angeguckt und die haben verschiedene Praktiken über das Datensharing. Und eine interessante Sache ist, sie sind alle pink. Und sie reden die NutzerInnen als Frauen an und gehen überhaupt nicht darauf ein, dass vielleicht nicht alle Nutzer Frauen sind. Und das ist eine sehr, sehr schmale Perspektive auf Schwangerschaft und weibliche Körper und wie diese weiblichen Körper funktionieren. Und wie ich schon gesagt habe, wenn man eben eine Menstruations-App nutzt, dann geht es nicht nur um den Zyklus, sondern, also hier haben wir einige der Fragen, die Menstruations-Apps fragen. Also zum Beispiel Sex. Sie wollen wissen, wie oft und ob sicher, geschützt oder nicht, ob man trinkt, ob man raucht, ob man feiert. Masturbation gab es sogar eine App, die gefragt hat. Den Schlafrhythmus und dein Kaffeekonsum. Und wir werden noch mal ein bisschen mehr darüber sprechen später. Aber es gibt sehr starke Datenschutzrechtslinien. Und eigentlich sollte nur wirklich wichtige Daten, also die Daten, die wirklich gebraucht werden, gesammelt werden. Und es ist noch eine interessante Frage, warum diese Apps diese Daten brauchen. Eine weitere Sache, die sozusagen getrackt wurde, die gesammelt wurde, waren Fragen über die Gesundheit. Und ein Grund, warum Gesundheit so wichtig ist, ist auch mit den Datenschutzrichtlinien verbunden. Aber bei Gesundheitsdaten sind sehr sensible Daten. Und man muss dafür explizit die Genehmigung des Benutzers bekommen. Und man muss auch zeigen, dass man extra Schritte für die Sicherheit dieser Daten eingeht. Und es gibt so viele Fragen, zum Beispiel vaginaler Ausfluss. Ja, irgendwie so die Frage, ist es klebrig oder cremig? Und es gibt auch sehr viele Fragen über die Stimmung. Ja, und es gab auch romantisch als Stimmung. Ich weiß nicht, ob das wirklich eine Stimmung ist. Aber in diesem Kontext sehen wir diese, auch wir haben diese Stories gehört von Cambridge Analytica und von politischen Parteien, die wissen wollen, wie wir denken, wie wir fühlen. Und es ist deswegen auch sehr interessant zu wissen, wie das mit den Apps funktioniert, die solche Daten täglich sammeln. Und was Leute erwarten, wenn sie diese Daten, also Menschen, die diese Daten in die App eingeben, erwarten, dass die Daten zwischen ihnen und der App bleibt. Und normalerweise denkt man ja nicht, dass es anders ist. Okay, und hier ist nochmal der Punkt. Wir haben uns das nicht ausgedacht. Das sind alles Fragen, die sie gefragt haben in diesen Apps. Okay, und dann haben wir angefangen, uns die populärsten Apps anzugucken. Okay, nochmal kurz. Vorstellung, ich bin Christopher von International Technology Lead. Okay, wir haben uns die populärsten Menstruations-Apps angeguckt.
diejenigen, die Hunderte, Tausende Downloads haben. Und viele dieser Apps bekommen hier heutzutage viel Kritik, aber viele von denen tun nichts wirklich sehr Kritisches. Okay, also viele teilen nicht so viel. Okay, manche teilen Daten mit ihrem von dem Developer, von den Entwicklern nach Facebook, aber das kann man nicht so genau sehen. Aber wir sind eine internationale Organisation und wir arbeiten auf der ganzen Welt und die Apps mit den häufigsten Downloads in den US und in Europa sind nicht dieselben wie die Apps in Südamerika, Lateinamerika, Südostasien. Und die, die dort populär sind, sind nicht unbedingt die populärsten in Europa und hier wird es jetzt interessant. Also was genau haben wir gemacht? Wir haben uns erstmal eine große Anzahl von Periodentrackern angeschaut und haben da einfach mal durchgeschaut, wie viele es denn da gibt und wo es da Vorkommnisse gab. Und bei welchen Trackern es Vorkommnisse gab. Der hier zum Beispiel, das ist Maya, der ist in Indien in letzter Zeit sehr beliebt geworden. Und man kann sehen, es sind sehr viele Tracker da drin, eine besonders große Zahl. Und diesen Prozess sind wir eben durchgegangen. Da sind hunderte von Trackern und nicht alle davon sind wirklich schlecht. Es kommt drauf an, wofür die genutzt werden und auf den Kontext. Danach haben wir PIs über Überwachungsumgebung verwendet. Das ist eine dynamische Analyse. Das ist einfach auf der Webseite jetzt verfügbar. Das ist ein Man-in-the-Middle-Proxy. Da geht es ganz besonders um iOS und Android-Apps. Dafür wird das verwendet. Und wenn man das benutzt, kann man praktisch alle Daten sehen, die zwischen der App und dem Entwickler hin und her geschickt werden. Und das Folgende haben wir gefunden. Wir haben 6 Apps genauer angeschaut und davon haben ganze fünf mit Facebook kommuniziert und Daten dahin geschickt. Es wird praktisch mit Facebook kommuniziert, sobald man die App herunterlädt und installiert. Und zwar wirklich viele Informationen. Der Fokus von unserem Bericht lag auf zwei Apps oder lag auf Apps, die wirklich alle Informationen mit teilen. Die zwei Apps, auf die wir uns konzentriert haben, heißen beide Maya. Sie heißen beide Maya, werden aber unterschiedlich geschrieben. Aber wir schaffen das gemeinsam und anfangs werden wir uns jetzt auf Maya mit Y konzentrieren. Diese App kommt aus Indien. Sie haben Millionen Nutzer, die meisten davon eben aus Indien, aber auch von anderswo. Das Interessante an Maya sie teilen die Daten bereits, bevor du zugestimmt hast mit ihrer Privacy Policy. Und es ist tatsächlich ziemlich schwer, diese Privacy Policy tatsächlich durchzulesen. Also die Wörter sind sehr schwierig und das Ganze ist ein großes Konsensproblem. Also dieser Konsens ist nicht wirklich geformt und du verstehst nicht so richtig, wozu du zustimmst eigentlich. Es ist verdammt lang und verdammt schwierig, halt sehr viel Juristisches und
ja, tatsächlich haben sie sich nicht bemüht, das einfach zu gestalten. Es ist sehr schwer zu verstehen. Und sie sagen, dass sie keine Informationen teilen mit Facebook. Das heißt, bevor man eigentlich dieser Privacy Policy zustimmt, teilen sie Informationen mit Facebook und das egal, ob du einen Facebook-Account hast oder nicht. Und die Informationen, die geteilt werden, ist mit deiner Identität verknüpft über diese Identität, die du in dieser App angibst. Und unser Eindruck, als wir das herausgegeben haben, war, ist das okay, wenn wir jetzt einen Fake-Namen und eine Fake-Adresse angeben? Aber das ist es tatsächlich nicht. Also wenn du einen Facebook-Account hast, dann kann Facebook das tatsächlich identifizieren und kann dich tatsächlich zurückverfolgen. Also es gibt immer einen Weg, das zurück zu verfolgen, und man kann es nicht wirklich anonymisieren. Also ja, außer wenn du tatsächlich ein separates Telefon benutzt, als das, was du normalerweise verwendest oder so. So sieht das aus, wenn man seine Daten einträgt. Wie ich gesagt habe, also ich habe nicht gelogen, das sind die Fragen, die gefragt werden. Und so sieht es aus, wenn es mit Facebook geteilt wird. Also man sieht, dass sich, ja, dass diese Sachen auch da tatsächlich drinstehen, also der Blutdruck, die Schwellung etc., das wird alles mit Facebook geteilt. So sieht es aus, wenn sie deine Verhütungsmethode teilen. Also wir reden hier über sehr sensitive Daten, die eigentlich extra Stufen benötigen, also wenn man sie sammelt oder vor allem wenn man sie teilt. Das ist, wie es aussieht, ja, also es gibt einen kleinen Unterschied, wenn es um das Sexleben geht. Also sie fragen, ob man gerade Sex hatte, ob er geschützt war oder ungeschützt. Und ja, wenn es mit bei Facebook steht, dann da ist es ziemlich schnell, ob man, also wenn man geschützten Sex hatte, steht da Love 2, und wenn man geschützten Sex ungeschützten, ist es Love 3. Also es ist eigentlich nicht so verschlüsselt, aber. Und was ganz witzig ist, Maya hat eine Art Tagebuchsektion, wo man ermutigt wird, Notizen hinzuschreiben. Und es ist eine Menstruations-App, also genau, man kann so die Idee haben, ja, Frauen, ja, Personen schreiben da halt Dinge hin, und also du könntest da quasi alles reinschreiben, also auch deine Einkaufsliste oder so. Also es ist persönliche Information, und wir haben uns gewundert, was du tatsächlich irgendwie rein, also was passiert, wenn du da was reinschreibst. Wir haben etwas sehr Sensitives reingeschrieben, etwas sehr Persönliches, und wörtlich wurde tatsächlich alles mit Facebook geteilt, was wir da reingeschrieben haben. Maya hat auch die Gesundheitsdaten nicht nur mit Facebook geteilt, sondern auch mit CleverTap, einer Firma, die in Kalifornien ist. CleverTap ist eine Firma, die Daten handelt. Also es ist tatsächlich ähnlich wie Facebook. Sie erwarten von Developern, dass sie die Daten hinbringen und dass sie Einsichten geben, wie benutzen Personen diese Daten, wie alt sind sie, wann benutzen sie es, all diese Informationen. Und das nehmen sie heraus aus den Daten, die halt mit dieser Firma geteilt werden. Wenn man, ja, es... Okay. Also hier wieder dasselbe. Alles, was mit Facebook geteilt wurde, wurde auch mit CleverTap geteilt und auch wieder mit E-Mail-Adresse, die wir genutzt haben. Alles. Alles wurde geteilt. Okay, jetzt gucken wir an andere Maya. Nicht nur der Name ist ähnlich, auch die
Praktiken beim Datenteilen. Maya kommt aus Zypern, also der Europäischen Union. Okay, also ist aber auch egal, wo die Firma herkommt. Sobald sie die Apps veröffentlichen in der Europäischen Union, müssen sie das europäische Datenschutzgesetz beachten und befolgen. Okay, das Erste, was Maya fragt, wenn man die App startet, und wir kommen nochmal dahin, ist, warum man die App benutzt. Also um schwanger zu werden oder um einfach seine Periode zu tracken. Und das Interessante daran ist, es ändert sich nichts daran, wie du dann mit der App umgehst. Es ändert sich nichts an der App. Aber das ist der wichtigste Datenpunkt. Also es wird so der Diamant der Datensammlung genannt. Das ist der Grund, warum wir das. Die erste Frage ist, die sie fragen. Also meine Vermutung ist, dass selbst wenn du die App dann nicht benutzt, das haben sie dann schon mal von dir. Und diese Information wurde sofort mit Facebook und AppsFlyer geteilt. AppsFlyer ist ähnlich zu CleverTap, auch wieder eine Firma, die Daten sammelt von diesen Apps und dann eben ganz viele Services anbietet über Analyse und über Nutzerverhalten. So, das ist jetzt, wie es aussieht, wenn man seine Informationen eingibt. Also wir haben Masturbation, die Pille, welche Pille man nimmt, der Lifestyle, Gewohnheiten. Es ist ein bisschen ähnlich, also ein bisschen anders. Also die Informationen werden nicht sofort geteilt. Aber für jede Information, bekommt man bestimmte Artikel, die man zu lesen bekommt. Also zum Beispiel, wenn man über Masturbation, was man immer schon mal wissen wollte, aber sich nicht getraut hat zu fragen, zum Beispiel hier. Und was eventuell irgendwann mit Facebook geteilt wird, sind die Artikel, die den Nutzern angeboten werden. Die Information ist nicht direkt geteilt, aber irgendwie schon indirekt, weil man hat eben irgendwas über Masturbation eingetragen und bekommt dann einen Artikel über Masturbation. Und hier sieht man, wenn man eingibt, dass man ungeschützten Sex hatte. Also man kriegt immer den Artikel zu dem Thema, was man irgendwie bearbeitet hat oder eingegeben hat. Und hier das Letzte, was ich noch hier dazu sagen sollte, diese Artikel, die man bekommt, sind manchmal auch sozusagen Kreuzreferenzen. Dann hat man zum Beispiel gesagt, man hat Krämpfe und man hat eingetragen, dass man jetzt im dritten Tag der Periode ist, und dann bekommt man Artikel genau dazu und bekommt dann Artikel dazu, und damit weiß Facebook dann auch wieder, dass man am dritten Tag ist und Krämpfe hat. Und warum sind jetzt Menstruations-Apps so versessen darauf, da rauszufinden, ob man schwanger werden möchte? Also wieder, sie wollen das sofort wissen, ob man schwanger werden möchte oder nicht. Und der Grund, dass sie das wirklich sehr versuchen, rauszufinden, warum man die App benutzen möchte. So, wenn jetzt eine Person schwanger ist, ändern sich ihre Gewohnheiten. Man kauft nicht mehr für sich selbst, sondern auch für andere mit. Man kauft neue Sachen, die man noch nie genutzt hat und noch nie gekauft hat. Und normalerweise, bei einer normalen Person ist es sehr schwierig, dass sich die Gewohnheiten ändern, aber bei einer schwangeren Person ändert sich das sehr schnell. Das ist ein sehr wichtiger Punkt im Leben, und das ändert sich ganz viel und man ist sehr einfach beeinflussbar. Und in anderen Worten, ist es Höchstzeit für Werbung. Also nochmal hier ein anderes Bild.
Hier hatte man versucht, einen Wert an die Daten zu bringen. Und Daten von einer normalen Person waren 10 Cent wert und die Daten von einer schwangeren Person sind 1,50 Dollar wert. Okay, vielleicht gemerkt, dass wir zumindest auf den Slides versucht haben, die Vergangenheitsform zu nutzen. Tut mir leid, dass es bei der Übersetzung vielleicht nicht immer geklappt hat. Und das ist der Grund dafür ist, dass Maya und Mia inzwischen aufgehört haben, die Facebook SDK zu benutzen, nachdem wir über unsere Forschung geschrieben haben. Das war sehr nett. Es ging gar nicht darum, dass wir das wirklich rausgebracht haben, sondern es hat schon gereicht, dass wir ihnen gesagt haben, dass wir diesen Report geschrieben haben, ohne ihn zu veröffentlichen. Und sie haben sich entschuldigt und sofort eingelenkt und gesagt, dass sie das nicht weiter tun werden. Sehr interessant war, wie schnell die Antwort oder die Reaktion darauf kam. Das ist für die Apps kein wichtiger Service. Das gehört nicht zum Kern dazu. Es ist ein Plus, es ist nett. Solange sich keiner beschwert, hat man das eben gemacht, aber man brauchte das nicht. Viele Entwickler wissen ganz oft gar nicht, was sie genau da teilen, welche Daten sie weitergeben. Sie benutzen einfach die SDK und machen sich keine weiteren Gedanken. Wir haben diese interessante Antwort von AppsFlyer bekommen. Sie sagen im Grunde, dass sie ihre Kunden ganz spezifisch fragen, ob es okay ist für die Leute, die Informationen, die persönlichen Informationen und die Gesundheitsinformationen zu sammeln. Sie sagen, dass sie ihren Kunden ganz explizit sagen, dass sie keine persönlichen Daten teilen sollen mit den Apps, wegen eben den Gesetzen. Das ist natürlich super hypokritisch. Hypocritical, ja. Also hier sehen wir eine Schlussfolgerung. Tatsächlich wirkt Forschung, es ist lustig, es macht Spaß und es ist einfach zu machen. Man kann, ja, sobald die Umwelt dafür hergestellt ist, die Umgebung, dann braucht man auch gar nicht unbedingt so viel technischen Background, sondern dann sehen wir, wie die Daten geteilt werden. Wir denken, dass es sehr wichtig ist, mehr Forschung zu machen, nicht nur zum Stand, sondern auch zum Prozess. Vor allem auch über diese Datensicherheit und über diese Daten, der Apps. Weil alle Menschen fast mit Technologie interagieren und deswegen müssen wir mehr darüber nachdenken, welche Apps wir nutzen. Und auf jeden Fall funktioniert das. Danke sehr. Thank you. So, yeah, please line up in front of the microphones. We can start with microphone 2. Hi, thank you. So you mentioned that now we can check whether hallo, also du hast erwähnt, dass wir jetzt sehen können, ob Daten geteilt werden bei einigen Apps, aber wir können nicht sehen, ob die aktuell geteilt werden, aber nicht, ob die später geteilt werden. Wisst ihr irgendwie eine Möglichkeit, dass wir das testen können? Ja, man kann da eine Anfrage machen, ein Data Separate Access.
Das Problem ist, dass es relativ schwierig ist, genau zu wissen, wie das System außerhalb der App eine Verbindung zu dem Server hat. Es ist ziemlich schwer, diese Daten zu verarbeiten. Also sie könnten mit diesen Daten andere manipulieren machen und es ist sehr schwierig herauszufinden, ob diese Daten wirklich zu dir gehören. Was wir 2020 probieren wollen, ist, dass wir diese Anfragen machen, um zu sehen, ob wir etwas finden mit GDPR und ja, schauen uns nochmal die Datenschutzgesetze in verschiedenen Ländern an dazu und das ist am Ende, was wir versuchen rauszubekommen. Was sagt ihr, wie können wir Leuten helfen, das aus einem Privatsphäre-Hintergrund zu sehen und dass es besser ist, Papier und Zettel zu benutzen als solche Apps? Ich würde Papier und Zettel nicht empfehlen. Wir müssen, also diese App ist nicht nur auf User, das Ziel sind nicht User, sondern das Ziel sind Firmen. Und also wir wollen jetzt keine Tipps an User geben und so, aber was ich denke, also die Firmen, die sollen, denen vertrauen die NutzerInnen und mit denen muss man reden. Also gerade auch die UK und so haben sehr ambitionierte Regelungen, wenn es um Privacy, um Privatsphäre geht. Und ja, die Firmen müssen halt das Gesetz beachten. Ich denke, Leute haben das Recht, Apps zu benutzen. Sie haben das Recht, ja, diese Services können sehr nützlich sein. Und diese Firmen, die müssen sich um die Konsumenten kümmern und nicht andersrum. Hi. Hallo. Es scheint von dem Talk her gesehen, dass ihr am ehesten auf Android-Apps fokussiert habt. Könnt ihr was zu iOS und Apple sagen? Das Setup ist ein bisschen anders, aber technisch ist es eigentlich genau die richtige Art von Daten. Also im Grunde ist es so, dass die meisten Orten, wo diese Apps benutzt werden, das sind halt Gegenden, die sehr bevölkert sind und iOS wird dort relativ wenig benutzt, sondern mehr Android. Also es gibt mehr Android-Geräte und in diesem speziellen Kontext ist es nicht unbedingt relevant gewesen. Technisch betrachtet mit dem Setup, das ihr verwendet habt, könnt ihr die gleiche Analyse auch bei iOS machen? Ja, also man muss das Mobile-Profil, das Handy-Profil ändern, aber ansonsten kann man die gleiche Technik benutzen. Hallo, meine Frage ist, gehört ein bisschen zu der vorherigen Frage dazu. Ich erforsche Apps ein bisschen und vor allem in Bezug auf die neueren Versionen von Android. Meine Frage ist, wie sind die Kosten? Gibt es da das Ganze zu untersuchen, wie die Daten geteilt werden? Gibt es da gute Wege, die einfach sind? Ja, es gibt so Custom Certificates und ja, es geht darum, also ob das System von dem Gerät, ob den Apps das Gerät vertraut und wenn, also ja, das Problem ist halt, wo die Verbindung machen und also. Hallo, vielen Dank für den tollen Talk. Eure Forschung ist ganz offensichtlich konstruktiv, kritisch ausgerichtet. Habt ihr in diesem Kontext irgendwas gelernt, das ihr gerne weitergeben möchtet, teilen möchtet? Ich denke zum Beispiel an
an Forschung, die eben ähnlich kritisch ist. Ja, ich glaube, das ist, weswegen ich diese Schlussfolgerung gemacht habe, also halt, dass es viel mehr Forschung zu diesen Teilen geben soll, also vor allem, wenn es darum geht, um die Gesundheit von Leuten, und gerade da ist es halt besonders wichtig, weil das ist sehr nah an den Leuten und die Konsequenzen dafür, also wenn man solche Daten teilt, wenn man Daten über den Blutdruck oder so teilt, was dann die Konsequenzen sind, wenn diese zum Beispiel ja mit Versicherungsfirmen und anderen geteilt werden, und das kann dazu führen, dass man ein besseres Verständnis von den Datenkollektionen und von den ja, Teilungsarten bekommt mit den ja, im Grunde genommen können alle möglichen Sachen geteilt werden, und das kann bei allen Sachen sehr problematisch sein, aber vor allem, wenn es natürlich gesundheitsverwandt ist. Hi, I'm wondering if there is an easy way or a tool which we can use to Hallo, ich frage mich, ob es einen einfachen oder einen sinnvollen Weg gibt, womit wir herausfinden können, ob eine App eben die Daten teilt, oder ob wir irgendwie sinnvoll herausfinden können, ob wir eine App ohne Gefahr zu laufen nutzen können. Ja, man kann tatsächlich bei Facebook.com etwas machen, das dort nichts mehr. Aber es gibt einige Probleme, also die Leute, die hier sitzen, können das vermutlich machen, aber der durchschnittliche User hat keine Ahnung, wie das eigentlich funktioniert und wie man das tatsächlich blocken kann. Es gibt viele Firmen, wo es sehr schwierig ist, aber es sollte halt nicht dem User obliegen, sich zu verteidigen dagegen, dass die Daten geteilt werden. Das Ding ist also, Facebook hatte diesen Ort, wo man quasi angeben konnte, dass Sachen nicht geteilt werden. Das ist nur für den Facebook-User, also für den Facebook-BenutzerInnen, aber diese Daten werden auch mit Facebook geteilt, wenn Leute Facebook gar nicht benutzen. Die Facebook-Entwickler, ja, die, war das hier wirklich irgendwie halt diese Daten geteilt haben? Sie haben einen sehr langen juristischen Text auf der Seite, wo es darum geht. Und ja, wenn man eine Ahnung davon hat, wie die Datengesetze dort sind, das ist halt was zum Beispiel die meisten Entwickler nicht verstehen. Und ja, sie wissen dann nicht genau, welche Flags sie an- und ausschalten müssen. Signal Angel again. Do you know any good apps which don't share data and Kennt ihr irgendwelche guten Apps, die keine Daten teilen und sogar privatsphärefreundlich sind, vielleicht sogar Open Source? Also ich möchte eigentlich keine Werbung für irgendeine App machen, auch vor allem auch nicht für die Apps, wo die Datenverarbeitung zeigt, dass nichts geteilt wird. Also es wäre schwierig für uns, das jetzt zu ratifizieren, aber nein, ich kann jetzt für keine App garantieren. Das Problem ist, dass wir nicht in einem speziellen wir können immer nur in einem speziellen Zeitpunkt schauen, ob damals Daten geteilt werden, aber das kann heute, gestern alles schon wieder anders sein. Und also in Argentinien haben wir zu einer Gruppe mit feministischen Aktivisten gesprochen, und die haben auch über eine App geforscht, eine Menstruations-Tracking-App, und die wurde dann tatsächlich entfernt aus dem App Store, weil sie ja, medizinische Sachen, Daten geteilt hat. Also es ist eine sehr feine Linie, wenn es um Menstruations-Tracking geht. Sorry, you can't hear.
Das Mikro funktioniert gerade nicht. Ah. Danke für den großartigen Talk. Ich habe mich gefragt, ob der PI-Endpoint tatsächlich Menstruationsdaten speziell sammeln sollte oder ob das einfach nur generelles Werbetracking ist. Mein Verständnis ist, es gibt zwei Herangehensweisen an dieser Stelle, zwei Seiten. Facebook weiß im Prinzip, ob eine App offen ist oder geschlossen, ob installiert oder deinstalliert. Soviel ich weiß, kann man wissen, ob ein Facebook-Account mit der App verknüpft ist. Das Ganze wird wenn es um Gesundheitsdaten wie zum Beispiel Übelkeit oder ähnliche Sachen geht, das wird dann eben geteilt zwischen Developern. Könnt ihr nochmal wiederholen, was ihr anfangs über die europäischen Menstruations-Apps geredet habt, also besonders Clue und Period Tracker? Clue, das sind die bekanntesten in Europa und in den US. Und wir haben nichts gesehen an Datenteilen, aber wir können auch nicht für die garantieren, weil wir tatsächlich nicht wissen, was mit den Daten passiert, sobald sie gesammelt werden von der App. Also wir können sagen, soweit wir die Forschung betrieben haben, haben wir nichts gesehen an Daten, die geteilt wurden. Also diese Apps wurden auch von Street Journal angeschaut. Also sie hatten ziemliches Spotlight auf sich und sie mussten da auch sich damit beschäftigen. Aber wir wissen nicht so auch noch nicht, was sie mit den Daten auf ihrer Seite machen. Also vielleicht nicht weiterteilen, aber sie haben die ja auch. Danke für den eindrucksvollen Talk. Ich habe eine Frage in eine ähnliche Richtung. Wisst ihr ob nicht diese Apps, die diese Daten sammeln, ob die vielleicht sogar verkauft werden an Stellen, an denen es keine DSGVO zum Beispiel gibt? Ja, natürlich ist irgendwie der Profit, die machen schon einen Profit. Also allein wenn es schon darum geht, ob man schwanger ist oder nicht, das ist diese Art von Information, die einen zum Werbungsziel macht. Gerade wenn man sich halt auch in so Apps guckt, dann kriegt man ja schon auf der App häufig Werbung. Und ob sie das verkaufen oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber was ich sagen kann, ist, natürlich ist irgendwie Werbung der Punkt und natürlich werden daraus Profite gemacht. Vielen Dank. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht einen Big Data Aspekt zu dem Ganzen auch gibt, weil es medizinisch betrachtet super interessant ist, diesen Blickwinkel zu haben. Ja, also das ist irgendwie eine Blackbox, also vor allem, wenn es auch darum geht, wie Facebook das benutzt, das wissen wir nicht. Wir können vermuten, dass das vielleicht ein Teil des Profiling ist, also darüber, ja, ob sie das jetzt benutzen bei den UserInnen oder nicht. Aber ja, wie diese Daten tatsächlich auch durch diese Apps benutzt werden, das wissen wir nicht genau. Vielen Dank für den Talk. Ich habe zwei völlig verschiedene Fragen. Die erste: Ihr habt sehr auf Werbung fokussiert und wie die Daten benutzt werden, um eben Werbung zu machen. Die Frage, ob man schwanger werden möchte oder nicht, sollte das bestgehütete Geheimnis einer weiblichen Person sein. Niemand sollte das wissen.
Deshalb möchte ich gerne fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Daten, dieses explizite Datum geteilt wird oder verkauft wird an vor allem auch Arbeitgeber zum Beispiel? Und die andere Frage, die völlig anders ist, ist, wir wissen, dass weibliche Gesundheit eines der größten Forschungsthemen auch ist. Und die Daten, die diese Apps eben sammeln, das ist praktisch eine Goldmine. Und insbesondere, weil die Daten sehr spezifisch für eben bestimmte Körper sind, eben weibliche Körper. Und ich frage mich, inwieweit diese Daten eben gesammelt werden, aber für einen guten Zweck eingesetzt werden. Um deine erste Frage zu beantworten, das ist es ist ein Blackbox-Problem. Also es ist tatsächlich sehr schwierig zu wissen, was tatsächlich mit diesen Daten passiert. Natürlich, also es gibt halt GDPR dafür, dass solche Sachen nicht dass manche Sachen nicht passieren, aber ja, am Ende gibt es da halt eine sehr verwaschene Linie. Die Gefahr ist da, aber ich kann nicht sagen, es ist passiert. Ich habe keinen. Ich kann nicht erklären, also keinen Beweis geben, dass das passiert für von Arbeitgebern oder Versicherungsfirmen oder so. Also sie haben ja alle möglichen Informationen auch über deine Stimmung oder so. Und es gäbe tatsächlich eine große Gefahrenquelle hier, aber das könnte natürlich ein Businessmodell sein, aber um das noch auszudehnen, also wir können kein spezifisches Beispiel für irgendwas davon geben, aber wenn jemand mit Daten handelt, dann ja, dann sind sie halt eine Agentur und die haben, also tun etwas, das nennt man Datenbereicherung. Und was Unternehmer machen können, ist, dass sie Daten kaufen, um Leute einzustellen. Und also es gibt Leute, die sammeln diese Daten. Auch ja, für sowas. Und um deine zweite Frage zu beantworten, ich denke, das ist ein sehr wichtiges Problem. Und zwar diese Art von Datenungleichheit, also wessen Daten werden für welche Gründe gesammelt. Und wenn der Teil der Bevölkerung außen vorgelassen wird, der keine Technologien benutzt, dann haben wir noch viele Leute, wo es halt darum geht, die Gesundheit brauchen oder Hilfe vom Staat. Und natürlich ist weibliche Gesundheit ein Thema, worüber wir nicht genug Daten haben, über Frauen, speziell über Frauengesundheit. Und also es sollte halt aber trotzdem Zustimmung gegeben werden, explizite Zustimmung, wenn Daten genutzt werden. Und ich möchte die beiden nicht verbinden, denn wie diese Apps Daten sammeln, das, also es geht in diesem Talk ja darum, dass Daten gesammelt werden und geteilt werden, bevor und ohne dass man Zustimmung gibt. Und ich würde diesen privaten Firmen nicht vertrauen, dass sie wirklich um Frauen kümmern, um medizinischen Research kümmern. Ich stimme dir zu, dass wir mehr Daten über Frauengesundheit brauchen, aber ich glaube nicht, dass es keine Beweise gibt, denen zu vertrauen. Vielen Dank für den super Talk. Kurze Frage. Was glaubt ihr, ist die Rationale seitens dieser Apps, die SDK von Facebook eben zu implementieren und zu nutzen?
Das ist eine gute Frage. Es können verschiedene Sachen sein. Also manchmal ist es wirklich, dass die Entwickler einfach, wenn sie Apps machen, bestimmte Sachen einfach machen. Also die Period-Tracker werden von diesen Firmen gemacht. Wenn wir uns die Arbeit anschauen, die ich letztes Jahr gezeigt habe, dann benutzen sie die gleiche Toolchain jedes Mal. Und es ist Teil ihrer Toolchain, dass sie mit Facebook diese Daten teilen. Und was ich denke, also was ich halt tatsächlich richtige sage, also es gibt... Ich habe hier legitime Gründe eingefügt, aber viele Developer scheinen sich nicht im Klaren zu sein, dass eben das nicht wirklich klar ist, in welcher Art die Daten kommuniziert werden. Ihr habt einige Apps vorgestellt. Wie viele von denen haben Zertifikate? Okay, das war die Übersetzung des Talks, die deutsche Übersetzung von Escarina. Mary. The sensei.